Hast du schon wieder eine Hexe gefunden, Jalan? Schlimmer. Hier gibt's keine Hexen. Eihexen? Ihre Hochwohlgeboren war den Worten ihrer Majestät nicht sehr aufgeschlossen. Wer? Eure Gräfin. Ach, Svanja. Warum sagt ihr denn nicht Svanja? Ach so, weil ihr, ihr kommt aus Gareth, ne? Das sind so ganz hochgestochene. Ja, das solltet ihr am besten nicht tun. Ich glaube, sowas respektiert sie überhaupt nicht. Naja, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ich bin mir sicher, diese Kutsche ist vor einiger Zeit abgefahren. Dann trinkt erstmal einen guten Schluck, das wird eure Laune bestimmt heben. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben viel Arbeit vor uns, denn sie hat sich dafür entschieden, all ihre Leute sterben zu lassen, lieber. Ach, das glaube ich nicht. Das wird sie nie tun. Oh, doch, hat sie. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass die Leute hier nicht von den Untoten gefressen werden. Verzeiht, Baronin, haben unsere Gefährten euch schon darüber in Kenntnis gesetzt, warum wir überhaupt hier sind? Nee, aber Untote, also Nekromanten haben wir in zwei Mühlen nicht. Oh, ja, auch schon. Du. Würden wir hier nie dulden. Die Armee aus Tobrien wird sehr bald hier durchmarschieren. Tobrien? Ach so, die Schwarztobrier, ja? Er meint den schwarzen Drachen. Rassasor? Rassasor. Genau. Und da die Schlacht in Werheim ist, wird alles erstmal sozusagen, was in der Nähe der Reichsstraße 1 ist, von dem schwarzen Drachen zu Untoten erhoben werden. Und deswegen ist es besser, wenn die Leute nicht kämpfen können und die Leute, die kämpfen können, sollten nach Werheim gehen und kämpfen. Die Leute, die nicht kämpfen können, sollten nach Werheim gehen und dort Schutz suchen, denn dort werden Schutzlager eingerichtet, damit sozusagen nach der Schlacht die Leute wieder zurückkehren können in ihre Heime. Ja, das hört sich zumindest klug an. Das ist das, was wir versuchen, den Leuten klarzumachen, den Adligen hier. Dass sie sozusagen ihre Schutzbefohlenen sozusagen wirklich in Schutz schicken und die Kämpfer wirklich sozusagen dazu animieren, sozusagen sich in Werheim zu melden als Kämpfer, damit der schwarze Drache geschlagen werden kann. Scheint es vorzuziehen, lieber untätig zu sein, als die Möglichkeit in Kauf zu nehmen, dass euer Volk nicht in zwei Wochen wieder in ihren Häusern nächtigen kann. Sie schlug vor, dass sich die Bevölkerung von zwei Mühlen auf Bäume zurückzieht und wie die Elfen, ich weiß nicht, Steine runterschmeißt oder so. Die Phase irgendwas von Demokratie. Ja, in der Hoffnung, dass der Drache nicht einfach die gesamten Wälder niederbrennt und alle Leute darin mit. Ja gut, dass weil ein Drache auch kein Feuer spucken kann. Ja, also, ich glaube, wenn ihr da ordentlich mit Svanja redet, dann die wird schon so nicht sein, also. Wir haben keine Zeit, sie lange zu überreden. Wir müssen nur selber jetzt einfach den Leuten sagen, dass sie von hier verschwinden müssen. Jedenfalls. Jetzt durch jedes Dorf und jede, wenn ich mal das so sagen darf, jede Kacksiedlung hier laufen und da rumrennen und die Leute einzeln überzeugen, dass die hier abhauen müssen, dann aber immer viel Spaß. Dafür haben wir Herolde. Mehr können wir nicht tun. Wir können ihnen sagen, dass sie evakuieren sollen oder sterben werden. Karinor, gemach. Es ist das zweite Mal nun, dass sich irgendwelche Adligen meinen, sie wären schlauer als die Befehle, die sie bekommen. Also wirklich, so wenig Disziplin. Ist das Mittelreich? Sei froh, dass sich noch niemand erschlagen hat. Es reicht, alle weiter. Danke, Rosmine. Ihr seid die Baronin von zwei Mühlen, richtig? Ja, also schon irgendwie. Es wird dann wohl unglücklicherweise auf euch fallen, dafür zu sorgen, dass eure Untertanen sich sicher gegen Werheim begeben, bevor der Drache hier ist, um sie alle in seinen Heerwurm einzugliedern. Ihr versteht die Wichtigkeit dieser Sache, ja? Ich hab das schon verstanden. Also, ihr müsst mir nicht erklären, wie man gegen Drachen kämpft oder wie man nicht gegen sie kämpft. Aber ich glaube, ihr müsst ja schon die Gräfin mit an Land ziehen, sonst hilft das halt gar nichts, was ich sage. Die Gräfin hat sich bereit erklärt, den entsprechenden Erlass zu unterzeichnen. Erzähl uns doch ein bisschen was über die Gräfin. Vielleicht, wenn wir sie verstehen, können wir besser mit ihr reden. Vielleicht haben wir einen falschen Ansatzpunkt gewählt. Das ist zum Beispiel doch eine gute Idee. Sie zwickert ihr zu. Das kann doch gut über ein Bierchen Travia gefällig besprechen, denke ich. Ja, ich wollte gerade sagen, also ganz im Ernst, man kann auch mit Svanja richtig gut trinken. Sie ist halt eine Torwalderin durch und durch und kommt halt ganz nach ihrer Mutter. Und die
nachdem die Fürstentümer dann hier abgezwackt worden sind. Ganz genau habe ich das auch nicht durchdrungen, weil mich das nicht ganz so interessiert. Das ist, wie gesagt, hier alles ganz neu mit dieser Grafschaft. Das war vorher noch alles in das Fürstentum eingegliedert. Und Ragnar Drakasdottir dort hier, die hat dann diese Grafschaft bekommen. Das war alles, wie gesagt, ganz neu. Und die ist dann in Alzoll beim Kampf gegen die Borbaradianer gestorben. Und das hat Svanja natürlich schon mitgenommen. Ich meine, so alt ist Svanja jetzt auch noch nicht. Und wenn man dann die Mutter nicht nur verliert, sondern dann auch in Alzoll im Kampf gegen einen Nekromanten und, naja, die Mutter dann eben auf der anderen Seite wieder auftaucht, das hat Svanja schon so gebrochen. Ihr müsst euch mal in ihre Lage reinversetzen. Und natürlich ist sie dann auch gewillt, ihrem Volk etwas Gutes zu tun, aber auch sie hat natürlich mitbekommen, was dann passiert ist, als dann die ganzen Tobria, ihr kommt doch auch daher, oder nicht? Ihr seht zumindest so aus, mit einer Knollnase. Also... Bitte. Redet also, weiter. Alle Menschen sehen gleich aus, aber die Tobria haben eine Knollnase, daran erkennt man die. Hier, die beiden dicken Zinken da. Guckt euch da mal an. Ich pack mir mal die Nase. Bitte was? Eine gute Beschreibung. So eine richtige Bauernnase halt. Naja, und zumindest hat sie halt mitbekommen, wie die Tobria dann kaputt gegangen sind im Laufe. Weil das Mittelreich sagte, ja, wir erobern das jetzt wieder zurück und naja, hast du was. Dann ist noch irgendwie euer Menschenkönig gestorben. Direkt kurz vor der Schlacht. Und das war natürlich für die Moral war das ja auch nicht sonderlich gut. 7 Zeichen hin oder her. Und dann... Naja, jetzt seit 8 Jahren verwahrlosen die Tobria im ganzen Mittelreich. Und sie hat einfach Angst, dass es ihrem Volk genauso ergeht. Und sie stirbt lieber auf dem Schlachtfeld und zieht dann in Svafnirs Hallen ein, als dass sie dann so leiden muss. Und da sitzt sie dann, allein, an der langen Tafel. Während der Rest ihres Volkes hier leiden und zurückbleiben darf. Und das ist richtig? Das ist gerecht? Das ist ja das Traurigere daran. Sie entscheidet für ihre Untertanen, dass sie dieses Schicksal zu teilen haben. Obwohl sie nicht die kämpferische Ausbildung haben. Obwohl sie überhaupt nichts dagegen tun können. Aber vielleicht ist sie auch eine Frau, die man etwas anders angehen muss. Vielleicht ist sie eine Frau des Volkes. Und vielleicht muss man mit ihr reden, wie als wenn man vom Volk ist. Das ist zumindest... Ja, warum nicht? Also... Ja, also welche Torwallerin wird denn heutzutage schon Landgräfin und bekommt ein Schloss? Ich frage mich, warum bloß? Ja, es werden schon komische Leute zu irgendwelchen Titeln. Naja, lassen wir das. Ja, versetzt euch einfach ein bisschen in sie rein, schlaft dann eine Nacht drüber und dann morgen geht sie bestimmt schon wieder ein bisschen besser. Wir haben aber leider keine Zeit, Ewigkeiten immer darauf zu warten. Der Feind wartet auch nicht. Tja, vielleicht müssen wir uns hier für den einen Tag Zeit nehmen. Denn schließlich ist es eine Gräfin. Ömer, darf ich mit ihm reden? Mit ihr? Wenn ihr beide noch Ideen habt, habt ihr den ganzen morgigen Tag Zeit, sie ihn umzusetzen. Komm, Rafim, morgen besuchen wir die mal und versuchen mal zu gucken, ob wir die nicht mal... mit einem ordentlichen Gespräch unter Männern und nicht unter hohen Herren, mit einem vielleicht guten Schluck Bier. Was trinkt die denn gerne, die Gräfin? Das wisst ihr doch bestimmt. Kommt, gibt uns einen Tipp. Naja, sie ist Torwalerin und sie trinkt auch das Mühlenbräu. Das ist halt wirklich ganz gut, aber eigentlich gerne Met. Sie flüstert so ein bisschen, wenn ihr an Bremer Feuer kommen könnt. Sie trinkt auch Bremer Feuer. Dann müssen wir mal durch die Stadt ziehen und vielleicht kann ich heute noch irgendwo Bremer Feuer auftreiben. Ja, der eine oder andere wird ja noch einen Schluck davon, den er im Geheimen hat. Alle anderen, minus Ömer, dürfen mal auf Sinnenschärfe würfeln. Welche Tavernen habt ihr denn hier? Direkt gegenüber von uns. Sie deutet mal vom Marktplatz aus nach drüben. Wir haben hier einmal den Travia-Tempel, wir haben dann das Gasthaus von der, das ist hier am Eingang, an der Gallister Gasse, sie deutet mal darüber. Da ist dann das Gasthaus, das hat aber keinen Namen. Wir haben hier einen Fex-Tempel, sie deutet einmal mit dem Daumen über ihre Schulter.
Ja, naja, und dann direkt hier bei der Mühle haben wir auch noch das Mühlenbräu. Also das, da könnt ihr auch dann wohl dann direkt aus, das sind so, das ist dann, da könnt ihr dann so Kauf machen, direkt beim Brauer, direkt beim Produzenten. Ja. Habt ihr auch einen örtlichen Händler? Ganz viele. Wir haben hier ein Kontor. Also Raffin, ich bin dafür, du kontrollierst gleich, wo der hier mit diesem Honigzeug, dass du da das beim Produzenten probierst und dass du das gute Zeug kaufst. Und ich laufe da mal rum, klapper mal die Taverne ab, ob die da irgendwo prima Feuer vielleicht gelagert haben ein bisschen. Ich könnte mich dazu bereitstragen lassen, mal da Probe zu trinken. Das. Ja. Euer Hochwohlgeboren, das sagte mir zu. Ömer, was? Zeig mir mal eure Hand. Zeig mal die Hände sozusagen. Was denn? Was denn? Das ist eine seltsame Farbe. Was hat. Hat man mal eine. Schau mal jetzt selber dahin, wo du hinzeigst. Was denn wo? Das ist keine normale Hautfarbe. Ich zeig meine Hand daneben mal. Das ist nicht normal. Er kommt ja auch ganz verschiedenen Regionen. Dass irgendwann einen dunkleren Hautton hat, ist ja schon normal. Aber nicht. Nein, das ist doch nicht. Ja, das hier, ist... schau doch mal. Da immer schaut. Ich hab mal meine eigene schwarze Hand daneben. Das ja. Ist keine Hilfe. Die ist schon ziemlich bleich. Also eure. Ich weiß, ob die Inseiten von Dunkelhäutigen sind immer heller. Aber nicht grau. Ja, ich leg mal meine Hand auf Ömers und fühl mal, ob die irgendwie kälter ist als meine Hand. Die Barone legt ihre Hände in die Hüfte. Ihr wollt euch jetzt wohl nicht in Anwesenheit einer Zwergin über Rassismus diskutieren, oder? Nein. Warum geht es nicht? Ich zeig mal so ganz unauffällig auf Jana an. Also, wollte denn nicht Schnaps kaufen gehen, Raffim? Um was geht's denn jetzt? Erklärt mir die Situation, ich versteh's nicht. Man schaut mal Isarun an. Vielleicht bin auch gerade interessiert. Das unter mehreren Augen besprechen, ohne die Baronin. Ich wollte ja schon. Nein, entschuldigt, so war das nicht gemeint, entschuldigt. Sie dreht sich um und du kannst sehen, wie sie wohl mit ihrer Hüfte sehr, sehr aufreizend dir zuwackelt. Und die geht halt wohl da wieder wohl in Richtung Süden, dann in Richtung Grafenburg, aber nicht in diese Reihen, sondern eine eigene Villa. Sie verschwindet dann und ist halt allein. Abelmir, können wir irgendwo hingehen, ohne dass du die Herrschaften beleidigst? Nun ja, das liegt wohl am Bier. Ohne dass du die Herrschaften beleidigst! Wir sollten uns um deine Hand kümmern. Was ist denn mit der Hand? Die Hand ist auch morgen noch tot. Lebendig, meine ich. Nun ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Die Hand. Was seht ihr denn da überhaupt? Die ist blau. Handschuhe an, dann geht das schon wieder. Seht euch das doch an, die sieht aus wie tot. Ach, du siehst aus wie tot. Aber guck mal, ich kann die Hand doch bewegen. Sieht daran aus, dass ich oft genug fast gestorben wäre. Habt ihr diese Symptome auch mit anderen Körperteilen? Zeig mal eure andere Hand her. Bitte zieht euch jetzt nichts aus. Aber mir. Also, das ist jetzt ein ganz schlechter Anmachspruch, wenn ich das mal so sagen darf. Natürlich, Herr Kiaras, ich weiß ja, was ich gehört. Zieh dir einfach Handschuhe an, dann geht das schon wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Verfaulen seiner Hand nicht durch einen einfachen Handschuh überdeckt werden kann. Was denn für ein Verfaulen? Ich weiß nicht, es sieht aus, als würdest du schimmeln. Eure Hand hat's auch geholfen. Deine Hand ist schwarz, also du bist mal der Allerletzte, der hier meckern darf. Ich weiß aber auch, warum sie schwarz ist. Warum denn? Ja, weil er Dinge angefasst hat, die man nicht anfassen sollte, einfach ohne Handschuhe. Oh, Jalan, hast du dich in irgendwelchen Damen vergangen und die haben dich dann verflucht? Hast du irgendwas angefasst, was du nicht anfassen solltest? Ja, Ömer. Die Hände in irgendwelchen Taschen gehabt, in die sie nicht gehören? Ja, ab und zu. Also, so abends am Lager bin ich schon mal zu beim Austreten vielleicht. In der jüngsten Vergangenheit meinten wir eigentlich mehr. Ja, so gestern Nacht. Was? Was? Ja, also ich habe da schon so gewisse Bedürfnisse. Das meinten wir damit nicht. Was denn dann? Ich hoffe dann, dass der Körperteil nicht verfault. Ich werde auf jeden Fall nicht nachsehen. Ich werde nicht nachsehen, um das zu überprüfen. Ich glaube, da sollten wir Abelmir befragen. Der hat in der Spalte die größte Erfahrung, was das angeht. Mit Genitalien von Männern? Wie kommt ihr darauf? Ihr seid Horasier.
Okay, verzeiht meine Helden, aber wollen wir das bitte doch im Gasthaus klären und nicht hier auf offener Straße? Kommt doch bitte, die Baronin sagte uns doch bereits Galliser Straße. Ja, ja, ihr habt recht, Herr von Wehrheim. Ja, so könnt ihr dann nur ein paar Meter weiter nach Norden gehen und da dann ein Gasthaus ohne Namen betreten. Und ja, ist wohl ein guter Wirt, der euch da dann die Zimmer bereitet und ihr könntet dann auch direkt nach oben gehen, wo ihr dann ein großes ja, gemeinsames Zimmer bekommen habt, wenn ihr das ja, immer erstmal zu jemandem. Guter Wirt, habt ihr vielleicht starken Schnaps da? Prima Feuer oder sowas? Prima Feuer? Müsste ich mal nachgucken hinten, aber ich glaube, wenn wir was da haben, normalerweise die Landgräfin ordert das dann immer sofort. Genau, das ist ja, wir sind ja Gaugrafen und ich möchte ganz gerne morgen der Gräfin ein Geschenk machen und da würde ich ganz gerne etwas davon mitbringen. Oder ja, wir können natürlich auch erwähnen, dass das jetzt hier sozusagen ne, von euch sozusagen jetzt hier sozusagen ist. Aber ich denke, das wird sie wissen, wenn wir sagen, dass wir es hier aus dem Laden gekauft haben. Aber ja, dass das hier, ne? Also ich würde da jetzt, wie gesagt, gerne der Gräfin ein Geschenk machen. Ja, er streckt mal seine Hand hin und reibt sich so ein bisschen über seinen Handballen. Ja, man nimmt ihm eine ganze Dukat in die Hand. Ja, damit streicht er sich die auch ein, tut die sofort in die Schürze und klappt dann hinter seinem Tresen, klappt er dann so ein Holzstiege hoch, damit er dann in den Keller nach unten geht und kommt dann nach wenigen Augenblicken wieder mit einem kleinen, ja, so ein kleines Mini-Fass, dann auch mit Prägung. Da ist Torwaldsches Feuer drin, oder Prima Feuer drin. Vielen Dank, das ist doch genau das, ja, was ich brauche. Ja, natürlich, meine gaugräflichen Hoheiten. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Zwinkert er euch zu. Gibt vielen Dank. Den Schlüssel. Gibt tatsächlich einen Schlüssel zu diesen Zimmern. Ja. Wird man beides an sich nehmen und dann hochgehen aufs Zimmer, die anderen warten ja schon jetzt, dass ich sie nicht länger warten lasse. Hast du mitbekommen? Hülala-Feuer habe ich bekommen. Nein. Prima-Feuer, fast das Gleiche. Brennt auch. Hauptsache, das brennt, das ist ja alle, was zählt. Na, das ist ja das Geschenk morgen für die Gräfin, wenn wir da sozusagen mit hingehen, dass wir uns ja alle mal mit besaufen und dann noch ein bisschen Met und dann vielleicht mal so von einfachen Menschen zu einfachen Menschen mit der Frau reden. Deswegen geht ja auch nur ihr beide hin. Ja. Das ist doch jetzt egal. Wie viel Met haben wir? So viel, wie du kaufen willst. Was hält dich denn vom Met kaufen ab? Ich dachte, du bist unterwegs gewesen, hast welches gekauft. Nein, wann doch denn? Nicht. Ich bin doch neben dir. Ich war doch gar nicht weg. Das war doch Carino, ihr solltet aufhören, der Schankmarkt hinterher zu starren und anfangen, ein wenig Acht zu geben. Ich weiß, ich bin ja nicht so schön, aber ich finde schon, dass ich eine gewisse Ausstrahlung habe, mein Herr. Auf jeden Fall habt ihr die auch wohl geboren, Raffi. Dankeschön, Ömer. Nett von dir. So, Ömer, zieht euch aus. Ich muss mal kurz runtergehen. Ihr entschuldigt mich. Ja, das muss ich mir auch nicht ansehen. Habt ihr... Also, Banausi. Irgendwie bin ich schon gespannt, was jetzt euer Plan ist, aber ich lasse mir davon erzählen. Ja, Ömer legt den Rucksack zur Seite und fängt an, die Ehrenlederrüstung aufzuschnüren. Um danach darunter die Stoffkleidung abzulegen und dann langsam eben Stück für Stück ein nackter Ptolemide zu werden. Je nachdem, wie viel du dir gerade abstreifst, desto mehr riecht das. Ömer will jetzt alles ausziehen. Es riecht vergammelt. Also nicht nur nach Schweiß und nach Ptolemide, sondern es stinkt wirklich bestialisch. Und wenn du dann nackt vor den anderen stehst, können die anderen erkennen, zumindest diejenigen, die auch da geblieben sind, wie wohl mehrere schwarze Flecken auf der Brust sich gebildet haben, graue Streben, die sich dann ja unter der Haut befinden, vor allem dann im Armbereich und auch der Rücken. Da gibt es dann wohl nicht nur schwarze Stellen, sondern sogar schon schwarze Beulen. Was ist das? Das sieht aus wie schwarze Stellen und schwarze Beulen. Also schwarze Stellen habe ich schon mal gehabt. Manchmal gehen die einfach wieder weg. Aber so sind der größer, die sind noch nicht. Warte damals mal, ich gehe mal da hin und drück mal darauf rum. Lass! Ja. Es riecht ein bisschen süßlich. Riecht ein bisschen komisch, aber... Doch, riecht ein bisschen komisch, aber sonst ist alles gut. Tut euch wirklich weh. Ja, pff, wird schon werden. Normalerweise müsst ihr euch jetzt verbrennen. Ihr seid ein Seuchenherd. Ach, du bist auch so ein Seuchenherd. Genau, schaut ihn doch an. Zu saufen. Diese Typen, die wir getroffen haben, diese Sumururururen, die hatten ganz recht. Saufen und schon geht's dir besser.
Ich glaube nicht, dass durch Alkohol... Natürlich, das habe ich auch gesagt. Ich habe den ganzen Tag mit Rafim gesoffen und mir geht's super. Richtig. Der hat immer diese Anabe in mir. Wann habt ihr euch das letzte Mal gewaschen? Das irgendwo war noch in Gareth. Moment, ja. Ich überlege. Oh mein Gott. Da waren doch diese Barbiere. Barbaren. Ja, genau. Barbiere. Diese Barbaren, die uns da schön gemacht haben. Genau, die da, mit diesen Messern. Aber mir seht ihr das? Die Haut hat sich schon etwas grünlich verfärbt. Lederartig fast. Ich kenne mich leider mit Krankheiten nicht aus. Wenn das jetzt zu Leder wird, brauche ich dann keine Lederrüstung an der Stelle? Ach, vielleicht entwickelst du natürlich einen Rüstungsschutz. Meint ihr nicht etwas schlecht. Ein Dämonenpest? Bin ich jetzt ganz sicher, aber... Ich kann mir fast vorstellen, warum Ömer solche Extreme ausgebildet hat. Ja. Jetzt schaut man ihn an. Ja. Jetzt sagt nicht, es liegt an den Barbieren. Die haben mich auch so viel angefasst. Dann bin ich Jalan aber und Isarun genau. Sind gerade unten, ne? Ja. Was ist mit Kiaras? Ich bin einkaufen gegangen. Okay, das heißt, wir sind alleine. Abel Merafim. Ja. Diese Sache sollte das Zimmer nicht verlassen. Und damit meine ich gar nicht. Nicht in andere Ohren der KGA oder in die von Isarun und Jalan. Immer geht zur Tür, schließt die Tür ab und stellt noch einen Stuhl unter die Klinke. Verlangt eine ganze Menge. Ja, verlange ich. Was habt ihr getan? Jetzt wird's so langsam spannend und Rafim reibt sich die Hände. Kommt, wir haben der KGA einen Gefallen getan. Wenn ich sage KGA, dann meinen wir nicht Paligan, sondern dann meinen wir Hangenbruch. Was habt ihr getan? Naja. Er hat etwas besorgt, was vielleicht kriegsentscheidend ist. Und das Problem ist, es ist vielleicht der Grund, weswegen es mir so schlecht geht. Der Name lässt ein wenig darauf schließen. Ich schaue ihn fragend an. Ein unheiliges Artefakt aus den Koschbasaltkammern der Bandstrahler aus Auralet. Und deshalb wird Angenbruch zurzeit gesucht. Prospekt. Ihr habt ein dämonisches Artefakt. Aber es ist kriegsentscheidend. Es ist wichtig. Es muss dann zur Schlacht bei Werheim da sein und es muss übergeben werden an Rakalla von Rosenrabenmund, die dann weiß damit, was damit zu tun ist. Und zu welchem Preis? Damit Ömer am lebendigen Leib verrottet? Tja, manchmal muss man Dinge in Kauf nehmen, die für das Allgemeinwohl gut sind. Und wenn ein Bettler dabei vergeht, dass ein Reich nicht untergeht, dann ist das wohl der Preis. Ihr seid ein sehr mutiger Mann, Ömer. Vor allem haben hier auch die Götter ihre Hände im Spiel. Und damit meine ich nicht die Dämonen, die Erzdämonen, sondern die Götter. Denn das, warum wir auf diese fixe Idee kamen, ihr habt ja das schwarze Auge in Gareth gesehen. Das Auge des Morgens. Ja, das komische Ding, was da auf dem Tisch lag. Ich erinnere mich. Was ist damit? Dieses Auge zeigte Ömer und auch die Plagenknolle. Sonst hätte ich... Oder sonst hätten wir diesen Entschluss nicht gefasst. Mir ist noch nicht ganz klar, was hat die Plagenknolle mit dem Ausgang des Krieges zu tun? Das wissen wir. Das weiß ich auch nicht. Ömer fängt an, sich wieder anzuziehen. Das weiß ich nicht. Wir sollten Alkohol trinken, um die Auswirkung dieser Krankheit zu vermindern, auch wenn sie vielleicht selber nicht auffällt und... Ja. So ist es dann. Wenn es jetzt schlecht läuft, dann sind wir alle an was erkrankt? Wenn es ganz schlecht läuft, muss ich mich alleine durchschlagen, ohne euch um euch. Ich denke, dass wenn ihr weit genug von mir weg seid, dass ihr dann wieder euch erholt. Aber was ist denn diese Plagenknolle? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so ein Gewächs oder was ist das? Also. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht wirklich ausgepackt. Das ist. Es fühlt sich kalt an, es ist in einem Tuch drin, welches Schutzruhen und Zayat-Runen beinhaltet. Ich wollte es nicht extra auspacken, weil ich glaube, dass es dadurch noch schlimmer wird. Eine weise Entschluss. Was meinst du denn, wie weit ist denn diese Reichweite? Tja, wahrscheinlich nicht mehr als 10 bis 20 Schritt. Was hältst du denn davon? Die Hälfte des Tages trägst du das Ding und die andere Hälfte trage ich's und wir halten nur 20 Schritt voneinander weg.
Das werden die anderen rauskriegen. Und das Problem ist, dass Isarun und Yalan verpflichtet sind den Göttern gegenüber. Sie haben sich Preis gegenüber verpflichtet. Und ja, die Bandstrahler sind die, die das Ding in die Hände kriegen wollen, weil das Ding wohl von den Bandstrahlen entwendet wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist denn, wenn wir zwei Teams bilden? Ein Team mit Ömer und mir und eins mit euch und Abelmir und wir reiten dann immer 20 Schritt auseinander. Ihr sollt alles so lassen, wie es ist, um am wenigsten Aufmerksamkeit zu erregen. Wir lassen alles so, wie es ist. Ja, ich denke, dass es mein Schicksal ist. Das werden die Götter mir zugedacht haben, wenn dieses schwarze Auge das offenbart hat. Ja, okay. Es ist wie gesagt wichtig, dass vor allem Yalan davon nichts mitbekommt. Wenn die Bandstrahler mitbekommen, dass es Ömer hat, dann wird das wieder in Auralight weggeschlossen und es wird uns fehlen. Und so verblendet wie die Bandstrahler sind, werden sie es nicht erneut herausgeben, vor allem mit ihrem neuen Anführer. Sagen wir, er bekommt es heraus. Wie weit gehen wir dann? Bis zum Schluss. Das Reich ist wichtiger als einzelne Personen. Rafim, du kannst dir überlegen, dass wenn ich es nicht schaffe, wenn die Krankheit mich wirklich da komplett hinrafft, dass sie ja dann einfach hingehen und einmal zu den Schultern, dass du dann eben das die Aufgabe vielleicht übernimmst, wenn du willst. Mhm. Aber ja, lass dich nicht aufzwingen von mir. Das ist also, muss man selber also wenn die das erfahren und die lassen sich nicht überzeugen, dann muss ich wissen, dass wenn ich dann da zuschlage, dass ihr dann hinter mir steht. Das könnt ihr. Wie geht es dir denn? Hast du das Gefühl, dass du, also du siehst scheußlich aus und du stinkst widerwärtig, aber hast du auch das Gefühl, dass du demnächst in Borons Hallen einfährst? Ja, seitdem ich heute, also ich habe mich vorgestern ziemlich schwach und schlecht gefühlt, aber heute, seitdem ich angefangen habe, mit Rafim ernsthaft zu trinken, auch schon auf dem Weg hin, seitdem geht es mir mal besser. Vielleicht sollten wir etwas besorgen, um deinen, nun ja, Eigengeruch zu tünchen. Das ist eine gute Idee. Ach, ich kann auch was sagen, ich wasche mich nicht. Mache ich ja sowieso ungern. Nun ja, ein ungewaschener Mensch riecht nicht wie eine Leiche, so wie ihr gerade. Ja, aber wenn ich jetzt anfange, wie so ein Horasier mich einzupudern, werden die anderen sich auch denken, was ist denn da los? Ihr sollt euch vielleicht etwas... Wir könnten eine Liebesbeziehung simulieren und deswegen parfümiere ich mich für euch, Abelmir. Das finde ich gut. Wieso sucht ihr unbedingt mich aus? Ja, weil ihr derjenige seid, der hier Parfüm benutzt. Rafim benutzt nichts. Wenn ich mit Rafim eine Liebesbeziehung machen würde, dann ist das Einzige, was ich tun würde, breitbeinig durch die Gegend laufen mit den Worten Oh, es tut ganz schön weh beim Sitzen. Ihr solltet wirklich an eurer Sprache arbeiten. Nichtsdestotrotz solltet ihr vielleicht etwas Dezentres auftragen. Ja, was denn? Wir haben doch nichts. Einen leichten Jasminduft oder. Ja, etwas. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Pass auf, das habe ich seit Jahren, das habe ich noch nie gemacht. Aber mir, wie wäre es, wenn wir eine Liebesbeziehung vortäuschen und ihr mich dann ein bisschen mit euren Duftwässerchen versorgt? Wäre nicht gut. Würfel mal Selbstbeherrschung. Das Schwert um Eitelkeit. Sekunde. Na komm. Habe ich ja und Eitelkeit, 6, glaube ich. Er hat ja schon ganz Schmucker, Magier. Wir haben doch schon mal zusammen in einem Bett gelegen. Da geht doch noch ein bisschen mehr. Mhm. Die anderen wissen doch, wir erzählen einfach die Geschichte vom Salander und sagen einfach, dass wir uns dort ein bisschen näher gekommen sind. Nein, das ist keine Option für mich. Vielleicht wir könnten denkt ja sagen, dran, ein Leben ist viel weniger wert als für das Reich. Für ja, das Reich! Aber deshalb muss ich nicht mit einem. Verzeiht mir diesen Ausdruck, Bettler ins Bett steigen. Vielleicht könnten wir sonst irgendwie sagen, dass ihr jetzt dass ihr ihn ausbildet. Er ist Gaugraf. Er ist ein Ritter. Er ist ein Ritter, aber nun ja. Wir sind alle Ritter. Genau. Abelmir, habt ihr denn irgendwelche Schwestern oder sowas? Ihr wollt... Was? Ihr sollt nur so tun, als ob ihr Ömer für eure Schwester eine ordentliche horasische Ausbildung besorgt. Das ist eine hervorragende Idee. Hin und wieder bin ich überrascht von euch. Die horasischen Frauen und Abelmirs Schwester. Deswegen muss ich natürlich lernen, wie man sich horasisch benimmt. Natürlich. Das ist eine hervorragende Idee. Nun ja, ihr müsst trotzdem an eurer Sprache arbeiten und an eurem Auftreten und ja, euch insgesamt. Ömer, zieht euch wieder an. Hab ich schon gemacht zwischendurch, aber ja, ich bin dabei. Okay. Noch irgendwas, was ich wissen sollte, was das Ding angeht.